Allen fünf Diskussionsteilnehmern haben wir dieselben fünf Fragen gestellt, so auch an Sie, Bernhard Demessel. Wie lauten denn die drei Wahlversprechen Ihrer Partei, der FPÖ, die auch noch nach der Wahl gelten werden? Ja, geregelte Zuwanderung, das ist keine Frage. Gelebte Integration, auch die einzufordern. Mehr Sicherheit in diesem Staat, weil hier gewaltig gespart wurde in den letzten Jahren. Und vor allen Dingen die Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen. Und damit natürlich auch die Klein- und Mittelbetriebe, die das Rückgrat der heimischen Wirtschaft sind. Ganz simpel gefragt, warum sollten die Vorarlberger Ihre Partei, die FPÖ, wählen? Weil wir die einzige Partei in der Zwischenzeit im Parlament sind, die sich für die Österreicher massiv einsetzt und auch die Sorgen und Nöte der Österreicher ernst nimmt. In der Diskussion vorhin wurde es kurz angesprochen, ich frage es trotzdem nochmal, wie schaut denn Ihre Präferenz aus in Sachen Koalition? Na schauen Sie, grundsätzlich muss der Wähler zuerst wählen. Der Wähler muss einmal überhaupt andere Konstellationen möglich machen. Es kann ja, wenn es so ausgeht wie bei der letzten Wahl, gibt es ja wieder nur eine große Koalition zwischen Rot und Schwarz. Und wozu das geführt hat, das haben wir gesehen. Das hat zu Neuwahlen geführt, zu Stillstand, zu Belastung von Leuten. Und das kann der Wähler am 28. ändern. Wie werden Sie den Wahlsonntag, diesen 28. September, verbringen? Ja, ich bin ein Frühaufsteher. Ich werde relativ früh wählen gehen mit meiner Familie. Werde dann den Vormittag in meinem Stammcafé, das ich eigentlich die letzten zwei Jahre sehr vernachlässigt habe, im Schlosscafé in Hohenems verbringen und werde dann gegen Mittag in die Wahlzentrale ins Landhaus in Bregenz fahren. Danke. Und die letzte Frage, wie werden Sie den 29. September verbringen? Ich bin in meinem Geschäft. Ich habe nebenbei ein Geschäft mit 10 Mitarbeitern und ich bin am 29. ganz normal wie immer um 7 Uhr früh dort auf meinem Arbeitsplatz anzutreffen.